Und dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 10, erste Beratung des von der Fraktion der AfD eingebrachten Gesetzentwurfs zur Sicherstellung publizistischer Vielfalt und zur Herstellung von Transparenz bei Beteiligung politischer Parteien an Medienunternehmen. Die AfD-Fraktion will das Parteiengesetz dahingehend ändern, dass in Zukunft alle Medienprodukte genannt werden müssen. Dieser Antrag ist auch zu verstehen, besonders ein Antrag gegen die Sozialdemokraten, denn besonderer Augenmerk liegt auf der SPD. Hier heißt es in den Vorlagen, die SPD sei in der Historie, die SPD habe viele Verlage und viele Anteile an Zeitungen und Zeitschriften, und dieses will die AfD einschränken. Der erste Redner gleich wird von der AfD natürlich gestellt werden. Das ist Stefan Brandner, ehemals Vorsitzender des Rechtsausschusses. Er wurde ja abgewählt in dieser Funktion, ist aber seit dem Parteitag der AfD jetzt stellvertretender Parteivorsitzender der AfD und wird jetzt den Antrag publizistische Vielfalt der AfD hier noch einmal im Hohen Haus vorstellen. Ja, meine Damen und Herren, guten Morgen. Es geht um Vielfalt. Denn wenn es bei diesem Gesetzentwurf nur um die SPD gehen würde, meine Damen und Herren, hätte sich die Sache schon an dieser Stelle erledigt. Genau wie diese ehemals stolze Partei, die nur noch aus Chaos, Pöstchen und Selbsterhaltung von Funktionären und gähnende programmatische Leere steht. Aber es geht hier nicht nur um die SPD, es geht um mehr. Es geht um mehr Transparenz, mehr Medienvielfalt und mehr Demokratie. Und da wir von der AfD für mehr Demokratie in allen gesellschaftlichen Bereichen stehen, arbeiten, täglich kämpfen und auch mehr Demokratie wagen wollen, ist dieses Thema wichtig, wichtig für unsere Gesellschaft, wichtig für unsere freiheitliche Grundordnung, wichtig für Deutschland. Und peinlich und entlarvend und unangenehm für die SPD und alle Altparteien, die gleich wahrscheinlich wieder primitiv über uns herfallen werden. Aber das kennen wir ja, es ist uns egal. Meine Damen und Herren, die Parteien wirken an der politischen Meinungsbildung, an der politischen Willensbildung des Volkes mit. Das setzt notwendigerweise eine Kommunikation mit offenem Visier voraus. Das Problem ist daher, wenn eine Partei an einem oder mehreren Medienunternehmen beteiligt ist. Denn eine Berichterstattung in einer vordergründig unabhängigen Zeitung, der bringen die Leser zunächst mehr Vertrauen als einer Parteizeitung. Bisher müssen Parteien im Rechenschaftsbericht lediglich die Unternehmensbeteiligungen und Hauptprodukte der Medien, an denen sie beteiligt sind, angeben. Das sind bei der SPD und deren DDVG, ich dachte erst, das heißt Deutsche Demokratische Verlagsgesellschaft, aber das heißt offenbar Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft. Meine Damen und Herren, bei der DDVG der SPD sind das die Sächsische Zeitung und die Morgenpost in Dresden. So kann man sich irren, gell? Tatsächlich steckt aber nicht nur in diesen beiden Zeitungen SPD über Beteiligung drin, sondern auch noch in den Cuxhavener Nachrichten, in der Niederelbe-Zeitung, in der Neuen Presse Coburg, in der Frankenpost Oberfranken, im nordbayerischen Kurier Bayreuth, in der Neuen Westfälischen Nordrhein-Westfalen, im Freien Wort Suhl und in der Südthüringer Zeitung. Da steckt SPD drin, steht aber nicht SPD drauf. Warum nicht? Insgesamt rund eine 500.000 täglich wird durch die Pressebeteiligung der SPD über die DDVG vertrieben. Diese DDVG ist wiederum mit 23% an der Verlagsgesellschaft Matzak KG beteiligt, die als Hauptprodukte die Hannoversche Allgemeine Zeitung und die Neue Presse Hannover verlegt. Dazu kommen aber noch die Leipziger Volkszeitung, die Dresdner Neuesten Nachrichten, die Lübecker Nachrichten, die Ostsee-Zeitung, das Göttinger Tageblatt, die Märkische Allgemeine in Potsdam und noch viele, viele mehr, die von Matzak insgesamt 15 Zeitungsartikel beworben werden. Darüber hinaus reichweitenstarke Digitalangebote und 28 Anzeigenblätter, ergänzt um sogenannte Eigengründungen und Beteiligungen im Bereich des Digitalgeschäfts. Meine Damen und Herren, das alles mit Beteiligung einer noch Regierungspartei in Deutschland, nicht etwa in einer finsteren Diktatur. Also ein Medienmogul sitzt hier auf der Regierungsbank. Und wenn Sie meinen, es ginge nicht schlimmer, es geht noch schlimmer. Es geht noch schlimmer. Denn diese Matzak KG, die ja teilweise im Eigentum der SPD steht, produziert über das sogenannte Redaktionsnetzwerk Deutschland für mehr als 50 Tageszeitungen Mantelteile, die dann wiederum übernommen werden. Insgesamt eine Gesamtauflage von 2,3 Millionen Exemplaren täglich, meine Damen und Herren. Das ist etwa 20% dessen, was überhaupt in Deutschland täglich verlegt wird. Und wenn man die anderen Beteiligungen hinzurechnet, sind wir etwa bei einem Viertel bis einem Drittel dessen von Zeitungen, auf die die SPD mittelbar oder unmittelbar
Einfluss ausübt über Beteiligung. Das halten wir für einen Fall für das Kartellamt. Ihre Führung ist aber auch dahinter, denn das Bundesverfassungsgericht hat 2008 schon festgestellt, dass die fehlende Veröffentlichung von Minderheitsbeteiligungen wie auch mittelbaren Beteiligungen erheblich auf die öffentliche und individuelle Meinungsbildung auswirken kann. Und genau das ist hier der Fall, was die SPD treibt. Meine Damen und Herren, das war die Problembeschreibung, aber die AfD steht ja bekanntlich nicht nur vor Problembeschreibungen, sondern auch für Lösungsangebote. Daher unser Gesetzentwurf. Erstens, Änderung des Parteiengesetzes. Es müssen alle Zeitungen und Medienunternehmen angegeben werden im Rechenschaftsbericht der Parteien, an denen die Parteien beteiligt sind. Zweitens, eine Ergänzung des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb dadurch, dass auf einer Zeitung oder in einer Zeitung darauf hingewiesen muss, wenn eine Parteibeteiligung dahinter steckt. Eine Hinweispflicht gibt es im Lebensmittelbereich. Sie kennen die Sache mit dem Arzt oder Apotheker, den man im Arzneimittelbereich befragen soll. Warum soll es nicht möglich sein, das auch im zentralen Bereich unserer Demokratie so zu handhaben, nämlich im Bereich von Presse- und Medienbeteiligung, meine Damen und Herren? Deshalb eine Pflicht anzugeben, was dahinter steckt. Schließlich Änderungen im Kartellrecht, dadurch, dass das Kartellamt ermächtigt wird, da mal genau drauf zu schauen, was die Redaktionswerke so treiben, meine Damen und Herren. Sie sehen also, ich gucke in Ihre entspannten Gesichter. Ich bin gespannt auf die Debatte gleich. Mehr Demokratie wagen, meine Damen und Herren, mehr Demokratie wagen, das ist ein Markenkern der AfD. Ich bitte Sie daher, stimmen Sie unserem Antrag, nicht in unserem Sinne, aber zum Wohle der Bürger unseres Landes zu. Vielen Dank. Auch wenn Stefan Brandner das mehrfach immer wieder betont, an Willy Brandt wird er nicht nur nicht ranreichen, sondern das Copyright ist natürlich bei Willy Brandt gewesen, was diesen Spruch angeht. Ansgar Heveling jetzt für die CDU-CSU. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, in den letzten Wochen hatte ich mehrfach die Gelegenheit, zu AfD-Anträgen zu sprechen, und ich komme mir ein bisschen vor wie beim immer wiederkehrenden Murmeltiertag im Film Und täglich grüßt das Murmeltier. Denn jedes Mal, wenn ich zu einem Antrag der AfD spreche, geht es nach demselben Muster. Erstens, wir haben keine Ahnung von der Sache, aber es könnte populär sein, auf das Thema aufzuspringen. Ob gerade dieses Thema heute so populär ist, damit die Primetime zu füllen, darf allerdings bezweifelt werden. Da helfen auch die markigen Worte der AfD nichts. Zweitens haben wir weiter keine Ahnung von der Sache, aber ein paar wüste Behauptungen werden sich schon zusammenquirlen lassen, vor allem wenn es darum geht, die eigenen Social-Media-Kanäle zu bespielen. Und drittens, wir haben immer noch keine Ahnung von der Sache, aber irgendwie werden sich schon ein paar wilde Vorschläge machen lassen. Und selbst die sind aber untauglich, ein nicht vorhandenes Problem zu lösen. Diesem Muster konsequent folgend zielt schon der Titel des vorliegenden Gesetzentwurfs suggestiv auf einen vermeintlichen, aber tatsächlich nicht bestehenden Regelungsbedarf. Es wird unterstellt, die publizistische Vielfalt in Deutschland sei ernsthaft gefährdet, und diese Gefährdung gehe von der Beteiligung politischer Parteien an Medienunternehmen aus. Nun betrifft, das erkennt selbst die Begründung des Gesetzentwurfs an, die Beteiligung von politischen Parteien an Medienunternehmen, vor allem die SPD. Dagegen ist, darf das aus dem Antrag zitieren, das unternehmerische Engagement der übrigen Parteien im Medienbereich eher gering oder gar nicht vorhanden. Tatsächlich aber ist der meinungsbestimmende Einfluss der regionalen Tageszeitungen, an die die SPD insbesondere beteiligt ist, doch auch eher als gering zu bewerten. Sie konkurrieren mit überregionalen Tageszeitungen, und der Bedarf an Informationen wird heute zunehmend durch öffentlich-rechtliche oder private Fernseh- und Rundfunkanstalten und gerade bei der jüngeren Generation über Social Media oder Online-Dienste wie Videoportale gedeckt. Der Anteil der SPD an der DDV-Mediengruppe in Dresden von 40% und an der Verlagsgesellschaft Matzak in Hannover in Höhe von etwa 23% ermöglichen sicherlich keinen beherrschenden Einfluss auf redaktionelle Inhalte. Und ein Zusammenhang zwischen der Beteiligung an regionalen Tageszeitungen und Wahlergebnissen der SPD lässt sich erst recht nicht feststellen. Im Verbreitungsgebiet der Sächsischen Zeitung in Dresden, bitte um Nachsicht bei der SPD, bei der Landtagswahl 2019 hat die SPD dort 8,5% der Stimmen erzielt. Klingt nicht gerade nach schwerwiegender Meinungsbeeinflussung. Das Spannungsverhältnis zwischen der Mitwirkung der Parteien an der politischen Willensbildung des Volkes
und der Möglichkeit, sich an Medienunternehmen zu beteiligen, ist nicht von der AfD entdeckt worden. Die bestehenden Regelungen des Parteiengesetzes tragen vielmehr genau dem Rechnung. Nach § 27 Absatz 7 Nummer 2 des Parteiengesetzes sind die Hauptprodukte von Medienunternehmen, soweit Beteiligungen an diesen bestehen, im Rechenschaftsbericht der Parteien zu benennen. Diese zusätzliche Erläuterungspflicht wird durch die zentrale Bedeutung der Medienunternehmen in einer modernen Kommunikationsgesellschaft gerechtfertigt. Der Vorschlag des vorliegenden Gesetzentwurfs, sämtliche Produkte aufzuführen, ist hierfür nicht erforderlich und er bringt letztlich keinen erkennbaren Mehrwert und würde die Darstellung auch unnötig überfrachten und letztlich für Unklarheit und nicht für Klarheit sorgen. In der Beteiligung politischer Parteien an Medienunternehmen wird zudem die Gefahr einer Art irreführenden Schleichwerbung gesehen. Angestrebt wird daher eine Regelung im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb UWG, entsprechend dem Verbot redaktioneller Werbung. Die Beteiligung der politischen Partei an den betreffenden Medienunternehmen sei eine wesentliche Information für die Kaufentscheidung des Presseerzeugnisses. Um diese geht es aber nach der Systematik des UWG gerade nicht. So heißt es etwa im Anhang Nummer 1 zu § 3 UWG zu einer unzulässigen Handlung, ich darf zitieren, der vom Unternehmer finanzierte Einsatz redaktioneller Inhalte zu Zwecken der Verkaufsförderung, ohne dass sich dieser Zusammenhang aus dem Inhalt oder aus der Art der optischen oder akustischen Darstellung eindeutig ergibt, in Klammern als Information getarnte Werbung. Die Verkaufsförderung wäre aber in der vorliegenden Konstellation die vom Wähler zu treffende Wahlentscheidung zugunsten der betreffenden politischen Partei. Und gerade diese wird durch das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb nicht geschützt. Es dient nach § 1 UWG vielmehr dem Schutz vor unlauteren geschäftlichen Handlungen. Also vollkommen untauglicher Ansatzpunkt, wirft aber vielleicht eher ein Schlaglicht darauf, wie und als was die AfD Politik versteht. Schließlich soll bei der Ermittlung der Marktanteile von Medienunternehmen auch im Rahmen einer redaktionellen Zusammenarbeit erstellte und von anderen Medienunternehmen genutzte Inhalte berücksichtigt werden. Diese beabsichtigte Änderung in § 30 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen GWB steht indessen in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit der Beteiligung politischer Parteien an Medienunternehmen. Es ist daher schon fraglich, ob die vorgeschlagene Regelung praktisch überhaupt durchführbar ist. In jedem Fall würde dadurch aber die Lesbarkeit und damit die freie Gestaltung der Presseprodukte erheblich beschränkt und beeinträchtigt. Die vorgeschlagenen Änderungen sind somit weder erforderlich noch angemessen. Sie können ein kritisches Rezipieren von Presseerzeugnissen nicht ersetzen. Sie sind daher untauglich und abzulehnen. Vielen Dank. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Dr. Jürgen Martens, FDP. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, dass die Debatte von der AfD so schlicht gestaltet wird und sich in einem einfachen Abarbeiten an der SPD und ihren Medienbeteiligungen beschränkt, das hätte ich nun doch nicht erwartet. Etwas smarter hätten Sie das schon aufsetzen können, Herr Kollege. Aber zumindest mal kann ich feststellen, ja, das wäre mit Arbeit verbunden, das ist schwierig, ja. Vor allen Dingen mit einer doch ziemlich tiefgehenden intellektuellen Durchdringung des behandelten Sachstoffes, aber das will ich hier nicht weiter problematisieren, meine Damen und Herren. Einigkeit besteht zumindest darin, dass Parteien erstens an der Willensbildung, der politischen des Volkes mitwirken und zweitens zu diesem Zwecke auch Medienbeteiligungen halten dürfen. Das ist erstmal gut, wenn man das einheitlich hier insgesamt feststellen kann. Sie haben dann aufgezählt, die Beteiligungen der SPD, es waren längst nicht alle, aber auch die FDP ist dort von Sünde nicht frei. Wie ich gestehe, wir sind beteiligt am Cicero, einem hervorragenden politischen Debattenmagazin, meine Damen und Herren, das ich jedem, der es noch nicht gelesen hat, gerne mal zur Lektüre anempfehlen möchte. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich kurz machen, die Vorschläge der AfD, sie sind relativ überschaubar. Das Parteiengesetz soll danach ergänzt werden, dass nicht nur die Hauptprodukte, sondern sämtliche Produkte von Unternehmen aufgezählt werden sollen. Das betrifft also auch den Schulkalender oder den Adventskalender, der in einem solchen Druck- und Verlagshaus herausgegeben wird. Nach dem Motto, Vorsicht, in diesem Adventskalender könnte SPD drin sein, meine Damen und Herren.
Und jetzt muss ich eins feststellen, kein einziger Käufer wird sich jemals beim Kauf eines Presseproduktes oder Druckerzeugnisses über eine mögliche Parteibeteiligung anhand der Parteirechenschaftsberichte orientieren können, weil die nämlich erst viel, viel später und lange nach dem Erscheinungszeitpunkt herauskommen. Für 2018 sind die Rechenschaftsberichte der Parteien einschließlich der Berichte über Medienbeteiligungen diesem Haus am 25.11.2019 vorgelegt worden. Ich wage wirklich zu bezweifeln, ob eine Erweiterung der Aufnahmepflicht in Rechenschaftsberichten hier irgendeine Wirkung haben könnte, meine Damen und Herren. Das sind Schaufensteranträge. Das hätten Sie gerne, dass Rechenschaftsberichte abgeschafft werden. Das kann ich mir lebhaft vorstellen. Aber das Kritische sind ja wohl weniger Medienbeteiligungen als die Herkunft von Geldern und Krediten für Ihr politisches Wirken, meine Damen und Herren. Dass Sie da keine Lust drauf haben, das kann ich schon durchaus nachvollziehen, meine Damen und Herren. Das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, meine Damen und Herren, auch das ist ein untaugliches Mittel. Denn auch hier kann sich der Kunde nicht oder nicht richtig über Umfang, Art und Weise einer Beteiligung oder Einfluss informieren. Das ist sinnlos. Und erst recht der Fehlgriff in das Wettbewerbsrecht, meine Damen und Herren, § 30 des Gesetzes über Wettbewerbsbeschränkungen. Wie soll das eingehalten und überprüft werden anhand der Weitergabe etwa von Agenturinhalten oder von gemischt erstellten, von redaktionellen Netzwerken erstellten Inhalten? Auch das ist faktisch nicht möglich. Und Sie verkennen, dass das Kartell- und Wettbewerbsrecht ein Recht ist, das dem Markt und dem geschäftlichen Betrieb zugeordnet ist und das dafür sorgen soll, dass Wettbewerb in fairen Bahnen verläuft. Das ist keine Regelung zur politischen Regulierung von Medien, meine Damen und Herren. Wir haben übrigens schon früher einen ganz einfachen Vorschlag eingebracht, mit dem der Problembereich gelöst wäre. Das ist die Impressumspflicht in Druckerzeugnissen oder auch in elektronischen Medien für Parteibeteiligte. Und wenn Sie davon sprechen, dass Ihr Gesetzentwurf wichtig für die Demokratie sein soll, dann stellt sich mir die Frage, warum behandeln Sie eigentlich nicht Dinge, die viel, viel wichtiger sind für das Funktionieren der Demokratie im Medienbereich? Ich spreche hier von Fake News, meine Damen und Herren. Das ist ein Problem, das vor wenigen Jahren noch unbedeutend war, aber sich zunehmend zu einem ernsten Problem der Demokratie und des demokratischen Diskurses dasteht. Hätte Ihnen durchaus gut angestanden, wenn Sie sich diesem Problem auch in irgendeiner Weise zuwenden könnten. Aber ich glaube, das genau war nicht beabsichtigt. So könnte man argwöhnen, dass dieser Gesetzentwurf ein Ablenkungsmanöver ist von Problemen, die Sie genau kennen, die Sie genau verstehen, aber nicht anfassen und nicht benennen wollen. Fake News. Sie werden eingesetzt gezielt zum Erreichen politischer Zwecke. Sie werden verbreitet, um zum einen manchmal Angst zu erzeugen, da gibt es schöne Beispiele auch aus den Reihen der AfD, um Seriosität vorzutäuschen, um Menschen angeblich zu informieren. Und in Wirklichkeit werden dort die dreistesten Lügen in Umlauf gebracht. Ich könnte hier jetzt die einzelnen Beispiele aufzählen, bei denen die AfD wirklich Fake News verbreitet hat, und zwar nicht nur vorbei. Das können wir machen, aber so viel Redezeit habe ich leider nicht, um das im Einzelnen zu machen. Heute wählen die Wähler in Großbritannien ein neues Martens, Parlament. Und, ja. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Brandner? Ja. Herr Kollege Martens, wenn Sie sagen, die Redezeit würde nicht ausreichen, um all das hier der Öffentlichkeit zu offenbaren, was die AfD als Fake News verbreitet hätte, ja, gebe ich Ihnen hiermit die Möglichkeit und frage Sie, was konkret hat denn die AfD so an Massen von Fake News verbreitet, was Sie jetzt hier im Rahmen Ihrer Redezeit nicht unterbringen können? Es gibt etliches. Es gibt aus dem Bereich der AfD-Fraktion in Hessen zum Beispiel die Behauptung von 102 Millionen ermordeten Deutschen durch Zuwanderer. Das ist eine Fake News gewesen. Es gibt die Behauptung der AfD, Flüchtlinge würden eine erhebliche Gesundheitsgefahr in Form von Tuberkulose-Infektionsrisiken für die Bevölkerung mitbringen. Das ist ein Fake, meine Damen und Herren. Wir könnten ruhig noch weitermachen. Aber wie gesagt, ich erzähle Ihnen das gerne noch mal im Einzelnen unter uns, meine Damen und Herren. Ich hatte es gerade vom Einsatz von Fake News, etwa im Vorfeld
der heute stattfindenden Wahlen in Großbritannien. Dort haben die Tories ganz einfach per Fake News auf einer gefakten Seite ein fiktives Wahlprogramm des Konkurrenten der Labour ins Netz gestellt. Und auch dort wird, wie gesagt, mit Fake News gearbeitet, wie vorher schon bei der Volksabstimmung über den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union. Machen wir uns nichts vor. Wir haben es tatsächlich mit Bedrohungen zu tun, die die Demokratie insgesamt betreffen und im Medienbereich stattfinden. Aber es ist nicht die Beteiligung einzelner Parteien an Medienunternehmen, die hier ins Haus steht, sondern es sind ganz, ganz andere Bedrohungen. Und Sie kennen sie, Sie wissen sie, Sie sprechen sie aber nicht an, meine Damen und Herren. Es geht hier um nichts weniger als um den Angriff auf den Kern des demokratischen Gemeinwesens, auf die Willensbildung der Wähler, meine Damen und Herren. Und dieser Angriff, der Schwergewichtige, findet nicht statt durch Parteibeteiligung in der SPD an Medien. Außerdem sei hier mal die Frage gestellt, hat es Ihnen geholfen? Nein. Meine Damen und Herren, ich weiß, das war jetzt schwer, das war nicht nett, aber bitte schön in Ordnung, das muss auch mal sein. Es geht aber mir, und das glaube ich, das eint uns alle mit Ausnahme von den Antragstellern, es geht uns um das Gemeinwesen und um eine faire, demokratische Auseinandersetzung, um einen freien Diskurs, um eine unbeeinflusste Willensbildung, und der sind wir Verpflichtung. Und glauben Sie, auch ohne diesen Gesetzentwurf, dem werden wir nachkommen. Zunächst müsste man den Begriff Medien mal neu definieren. Die Journalisten, die offensichtlich von der AfD gemeint sind, unter anderem im Redaktionsnetzwerk Deutschland, das sind alle Journalisten, die nach dem journalistischen Ehrenkodex arbeiten. Da ist von einer Beeinflussung überhaupt nicht die Rede. Es ist ein Handwerk, der Journalismus. Der wird nur leider in den neuen Medien nicht immer wahrgenommen. Vor allen Dingen im Internet kann jeder behaupten, was er will. Das ist in den Zeitungen bei weitem nicht so. Und das muss hier mal klar gesagt werden, gilt auch für den Rundfunk und fürs Fernsehen. Mahmut Özdemir jetzt für die SPD. Haltlose Vorwürfe und hoffen, dass etwas von diesem in den Köpfen hängen bleibt. Es war in dieser Republik nie die SPD, die bis zum Halse im Spendensumpf steckte. Unsere Schatzmeisterinnen und Schatzmeister traten mit jedem Rechenschaftsbericht den Beweis an, dass wir es ernst meinen mit dem Offenlegen unserer Finanzen. Wir sind eine Mitgliederpartei, die Spenden auf Euro und Cent offenlegen und Beteiligung an privaten Medienunternehmen lückenlos der Bundestagsverwaltung auch melden. So können Nutzer von Zeitungen jederzeit erkennen, ob sie ein Produkt von der SPD in den Händen halten oder ob es ein Produkt ist, an der die SPD Beteiligungen hält. Schauen wir, wie das bei der AfD ist. Eine Schweizer Gesellschaft mit einem undurchsichtigen Geflecht von Geldflüssen organisierte Wahlkampagnen für die AfD. Die Geldgeber, die ihre Gratiszeitungen und Plakate finanzierten, sind bis heute unbekannt. Und doch verteilen sie Zeitungen, die in keinem Rechenschaftsbericht der AfD auftauchen. Wo ist eigentlich Frau Weidel? Spenden an die AfD, die von Spendern kommen, die teilweise nicht wissen, dass sie gespendet haben. Von Sachleistungen, die gerne angenommen werden, die aber nirgendwo auftauchen, ganz zu schweigen. Die Landeszentrale ihrer AfD in NRW wurde im Juni 2019 von der Staatsanwaltschaft Essen durchsucht. Ungeklärter Einfluss auf Abgeordnete von Russland und mein persönlicher Favorit, dubiose Goldgeschäfte. Und Sie reden hier im Deutschen Bundestag allen Ernstes von Transparenz, ohne dabei rot zu werden. Wollen Sie uns eigentlich veräppeln oder was? Transparenz bekommen wir bei Ihnen nur, wenn der Staatsanwalt vor der Tür steht. Sie gehören nicht auf die Plätze in diesem Deutschen Bundestag. Sie gehören auf die Anklagebank der deutschen Gerichte, um sich für das Verhalten Ihrer Partei zu rechtfertigen. Jede Beteiligung an Medienerzeugnissen unserer Verlagsgesellschaft ist einsehbar im Rechenschaftsbericht. Mit Beteiligung ist keine Einflussnahme auf das Tagesgeschäft, das Produkt oder die journalistische Unabhängigkeit verbunden. Das Bundesverfassungsgericht stellt überdies zu diesen Beteiligungen sogar fest, und ich zitiere, dieses Engagement reicht in das 19. Jahrhundert zurück und ist von der Entwicklung der SPD als Partei nicht zu trennen. Wollte die SPD als Partei der öffentlichen Meinungsbildung teilnehmen, war sie gezwungen, dies durch selbstveröffentlichte Publikationen zu tun, so das Bundesverfassungsgericht. SPD-Parteimitglieder, bis zurück, ja, ich weiß, dass die Wahrheit wehtut, aber da müsst ihr jetzt durch. SPD-Parteimitglieder, bis zurück in die Weimarer Republik und das Kaiserreich, haben mit dem Arbeitergroschen unter widrigsten Umständen Druckereien, Buchläden und Verlage gegründet. Gegen Monarchien, gegen Feinde einer jungen Demokratie, schließlich gegen Nazis und bis heute gegen Rechtsextreme, wie Sie es sind, haben meine Genossinnen und Genossen Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit erstritten. Offen, aufrecht,
ehrlich, und Sie wurden dafür von Ihresgleichen nur verfolgt und enteignet. Sie treibt die Angst. Die AfD hat Angst vor der Vielfalt der Presselandschaft. Wenn Sie vor die Mikrofone treten, gibt es unwürdigste Szenen. Sie bezeichnen Fragen von Journalisten als dumm. Sie bezeichnen Fragen von Journalisten als dumm. Nur wenn man mal als Rechtsausschussvorsitzender abgewählt wird, ist die Frage dumm. Interessant. Den öffentlich-rechtlichen Rundfunk würdigen Sie als Lügenpresse herab. Sie schließen die unbequemen Medienvertreter gezielt von Ihren Veranstaltungen aus, weil diese Ihre Erzählungen hinterfragen und erschüttern und im Lichte der Öffentlichkeit sagen, dass Sie an die Unrecht haben, Hass und Hetze betreiben. Sie wollen die Meinungsfreiheit und die Meinungsvielfalt, die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in diesem Lande erstritten und mit viel Blutzoll am Rand der Geschichte bezahlt haben, per Gesetz zunächst wieder einschränken. Damit Sie im Verborgenen, mit Ihren im Verborgenen handelnden Geldgebern, schleichend, heimlich, unwidersprochen mehr an Meinungsmacht gewinnen können. Wehret den Anfängen, sage ich da nur. Ich garantiere Ihnen, Sie werden die Transparenz in diesem Land bekommen, die Sie verdienen. Und wir werden dabei, weil Gerichtsprozesse öffentlich sind, hinten drin sitzen und uns das Ganze angucken, wie Sie sich für Ihre Verfehlungen, die Verfehlung Ihrer Partei, Ihr Hass und Ihre Hetze vor deutschen Gerichten rechtfertigen werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Den Gesetzentwurf lehnen wir natürlich ab. Mahmut Özdemir von der SPD hat der AfD hier einen Spiegel vorgehalten. Und noch eine kleine Ergänzung von mir. Wenn man Sorge hat, dass ein Medium einen falsch beeinflusst, sollte man doch mindestens zwei konsumieren, zum Beispiel zwei verschiedene Zeitungen lesen. Das ist immer der beste Rat. Doris Achelwilm jetzt von der Linken. Was man hier voraus hat, ist diese unglaubliche Dreistigkeit. Der aktuelle Gesetzentwurf belegt es wieder aufs Schärfste. Maßstab dieser Debatte, Sie hatten es auch genannt, ist Artikel 21 Grundgesetz. Er lautet, die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. Sie müssen über die Herkunft und Verwendung ihrer Mittel sowie über ihr Vermögen öffentlich Rechenschaft geben. Schaut man in die Rechenschaftsberichte der Parteien, werden dort gemäß Parteiengesetz verschiedene Beteiligungen an Medienunternehmen dargelegt. Nach aktuellem Stand des Wissenschaftlichen Dienstes sind Parteien bundesweit an 17 Medienunternehmen beteiligt, die 35 Publikationen herausgeben, darunter Mitgliederzeitungen und ähnlich Harmloses, was hier schon erwähnt wurde. Insgesamt zählt der Bundesverband der Zeitungsverleger in Deutschland 333 Tageszeitungen, 22 Wochenzeitungen, 6 Sonntagszeitungen. Dass diese Vielfalt aus vor allem profitlogischen Gründen gerade bedroht ist und 5 private Medienunternehmen insgesamt 50% der messbaren Meinungsmacht in Deutschland innehaben, ist tatsächlich keine gute Entwicklung. Sie hat aber sehr wenig mit der ewigen AfD-Story altparteilicher Privilegien und Einflussnahmen zu tun, denn die Probleme, die an dieser Stelle angesprochen gehören, sind komplett andere. Und ich mache sie jetzt mal an 5 Punkten fest. Erstens. Bei der AfD gibt es im Rechenschaftsbericht zu Beteiligungsfragen im Medienbereich keine Angaben. Null. Klar. Es gibt ja auch keine offiziellen Angaben zu rechtsradikalen Druckerzeugnissen wie dem Deutschlandkurier, die über Briefkastenfirmen, Strohmänner und Schwarzgeldkassen in der Schweiz produziert wurden. Aber zum Glück gibt es Investigativjournalisten. Und so wissen wir, dank dem Recherchezentrum Korrektiv und ZDF Frontal 21, dank ARD Panorama und Zeit Online, von einem sehr AfD-freundlichen Verein, der allein im Landtagswahlkampf Nordrhein-Westfalen vor 2 Jahren 2,6 Millionen Werbezeitungen und etliche Großplakate spendiert hat, alles ohne jede Quellenangabe bei der direkt begünstigten AfD. Die Bundestagsverwaltung und die Staatsanwaltschaften Bodensee und Essen ermitteln in dieser Sache. Es gab dazu Hausdurchsuchungen und ein Rechtshilfeersuchen an die Schweizer Behörden. Weil die AfD nun aber nach eigenem Rechenschaftsbericht nicht an Medienunternehmen beteiligt sein und auch nichts mit den ganzen Hilfsplakaten und Werbezeitungen zu tun haben will, wird hier die Flucht nach vorne versucht und diese Unsinnsdebatte hochgezimmert. Stattdessen sollten Sie mal lieber sagen, woher die Millionenspenden für die Plakate und Ihre schönen Wahlzeiten kommen.
ehrlicher wäre auch gewesen und vielleicht ein Beitrag zu Ihrer viel beschworenen Transparenz, wenn die AfD fordern würde, illegale Parteispenden nachträglich legal zu machen. Stattdessen stellen Sie sich hier mit komplett fehlender Selbsttransparenz Ihren nur einzig und allein eigennützigen Maßstäben und in Serie produzierten Fake-News-Anträgen über andere. Das ist einfach grotesk und lächerlich. Zweitens, das AfD-Verständnis von Medienvielfalt und Pressefreiheit geht so. Sie möchten am liebsten die eine große Zeitung oder den einen großen Sender, der die AfD nicht länger problematisiert, sondern voll unterstützt. Dass ich als eine von vielen strikt dagegen bin, hat nichts mit Konkurrenzneid oder mangelndem Demokratieverständnis zu tun, sondern zum Beispiel damit, dass Sie rassistische Inhalte verbreiten, die in einer demokratischen Gesellschaft mindestens als solche benannt und kritisiert gehören und nicht noch weiter normalisiert. Weil es in den Medien nicht nur so läuft, wie Sie wollen, setzen Sie dann noch auf Verlautbarungsformate wie den YouTube-Channel AfD-TV, der ohne jeden störenden Kontext nur Sie und Ihre Show hier hofiert. Und so geht es alles weiter. Drittens, die AfD will keine Pressevielfalt und Transparenz, egal wie oft sie diese Worte in Überschriften schreibt. Sie schürt mit Hassbotschaften wie Lügenpresse Gewalt gegen unerwünschte Journalisten und erteilt ihnen auf Parteitagen Hausverbot. Sie zielt auf Einschüchterung und Ausgrenzung und gegen eine Medienelite, so ihr Wort, deren vermeintliches Opfer sie ja immer sind. Dabei ist gerade die AfD doch besonders gut versorgt. In ihrer Funktionselite sitzen mehr abtrünnige Journalisten mit ehemals hohen Posten als in jeder anderen Partei, die hier vertreten ist. Um nichts dem Zufall zu überlassen, werden dann auch noch von wem auch immer bezahlte Bots im Internet eingesetzt. Zur Europawahl konnte nachgewiesen werden, dass es ein beträchtliches Netzwerk dubioser Accounts gegeben hat, deren einziger Zweck die Unterstützung von AfD-Postings ist. Danach waren sie wieder verschwunden. Viertens gibt es mit Ihrem Gesetzentwurf ein verfassungsrechtliches Problem, das gute Handwerk. Für das Presserecht sind nämlich die Bundesländer zuständig, nicht der Bundestag. Noch ein Tipp: In Hessen enthält das Landespressegesetz eine Klausel, die tatsächlich was für sich hat. Die Gesellschafter von Verlagen, also auch Parteien, müssen regelmäßig im Impressum genannt werden. Solche Regelungen in den Landespressegesetzen können tatsächlich mehr Transparenz schaffen. Kann man mal drüber nachdenken. Fünftens, zur Wahrung von Pressevielfalt. Ich komme zum Schluss. Gelten kartellrechtliche und medienkonzentrationsrechtliche Vorgaben allgemein und damit auch für Beteiligungsholdings der Parteien. Als Linke fordern wir angesichts des Medienwandels von Verlagsfusionen und dominanten Internetplattformen deutlich mehr Engagement für eine unabhängige Vielfaltssicherung. Wir brauchen neue Modelle zur Absicherung von unabhängigem Journalismus jenseits partei- oder regierungspolitischer Einflussnahme. Nicht zu vergessen gestärkte Landesmedienanstalten zur Förderung von Medienkompetenz. All das auch, damit nicht länger durch rechte Fake News und Fake Medien weiter so viel Schaden und Zeitverschwendung angerichtet werden. Frau Kollegin, danke schön. Doris Achelwilm war das, die medienpolitische Sprecherin der Linken. Ebenfalls Sprecherin für Medienpolitik ist Margit Stumpf von Bündnis 90 Die Grünen, die jetzt als Nächste hier das Wort erhält. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, die Stärkung der publizistischen Vielfalt ist für uns Grüne ein wichtiges Anliegen. Redaktionell unabhängige Medien sind eine Grundvoraussetzung für eine informierte Öffentlichkeit und eine funktionierende Demokratie. Der vorliegende Entwurf täuscht die Absicht, die unabhängige Presse stärken zu wollen, leider nur vor. Wieder eine Episode der Mission Tarnen und Täuschen. Täuschung zum Ersten. Die Vorschläge sind völlig unzureichend, um die Medienvielfalt zu stärken. Wo ist die Forderung nach gemeinnützigem Journalismus? Wo ist die Forderung nach der so dringend benötigten Reform des Medienkonzentrationsrechts? Wo ist die Forderung nach einer stärkeren Regulierung von Online-Plattformen? In diesem Antrag Fehlanzeige. Täuschung zum Zweiten. Die Themen Presse bzw. Medienvielfalt und Beteiligung von Parteien an Medienunternehmen werden in geradezu unlauterer Weise vermengt. Dahinter steckt die Absicht, die demokratischen Parteien im Allgemeinen und die SPD im Besonderen zu diskreditieren. Die Rechten behaupten doch allen Ernstes, dass die anteilig sehr kleinen Kapitalbeteiligungen an Medienunternehmen die Medienvielfalt gefährden würden. Sie unterstellen, ein Großteil der privaten Medienunternehmen in Deutschland wurde auf Parteilinie berichten und eine parteinahe Einstellungspraxis bei der Besetzung ihrer Redaktionen verfolgen. Völlig absurd.
Damit sollen gezielt Zweifel gegen unsere unabhängige Medienlandschaft geschürt werden. Dieses Mal trifft es die privaten Medien, die mutmaßlich unter einer Decke mit der Politik und nicht zu vergessen mit dem links-grünen Establishment stecken sollen. Es ist schräg, mit welchem Aufwand die Rechten immer wieder versuchen, die Medien in unserem Land als gesteuert und abhängig zu diffamieren. Sie haben in diesem Jahr über Monate hinweg fast 400 Anfragen an die Bundesregierung gestellt und wollten unter anderem wissen, wie oft die Bundesregierung und nachgeordnete Behörden zum Beispiel Korrekturbitten an Redaktionen geschickt haben. 400 Anfragen. Welch ein Aufwand an Arbeitszeit und Steuergeld. Das Ergebnis? Nicht eine einzige Korrekturbitte, kein einziger Versuch der politischen Einflussnahme, nichts. Aber Fakten spielen keine Rolle. Die Zweifel sind so sehr gewollt, dass Zusammenhänge konstruiert und Lügen für Wahrheiten verkauft werden. Dies alles dient der Erzählung, die AfD sei die Ausgestoßene des Mainstreams und das ewige Opfer der links-grün dominierten Medien. Mir kommen die Tränen. Die AfD generiert sich hier als den verlängerten Arm der Verschwörungstheoretiker ins Parlament. Der Deutsche Bundestag ist aber weder Breitbart noch Russia Today Deutsch. Ihr Kulturpessimismus und ihre Verschwörungstheorien finden hier keinen Widerhall. Die einzig angebrachte Reaktion ist Widerspruch. Zur Tarnung. Die Rechtsextremen geben sich als Hüter der Transparenz. Wie scheinheilig. Wir Grünen haben in dieser Legislaturperiode unter anderem einen Antrag zur Verbesserung der Transparenz der Parteienfinanzierung vorgelegt, dem sie nicht zugestimmt hat. Natürlich nicht. Wäre ja auch zu dumm, wenn nach dem Auffliegen der illegalen Parteispenden von einer Schweizer Pharmafirma an die AfD und der Parteispendenaffäre um die Goal auch noch öffentlich wurde, wie die AfD offensichtlich gezielt Transparenzlücken im Parteienrecht ausnutzt. Anonymität von Großspendern ist ihnen im Zweifel halt doch wichtiger als Transparenz. Tarnung zum Zweiten. Die sogenannte Vereinigung freier Medien hat vor der Landtagswahl in Thüringen 500.000 Exemplare ihrer Gratiszeitung Der Wahlhelfer unters Volk gebracht. Darin Empfehlungen zur Wahl der AfD und für eine nationalkonservative Koalition zwischen der CDU und der AfD. Der Herausgeber unbekannt, er tarnt sich mit einem Pseudonym. Woher das Geld für 1.000.000 gedruckte Wahlzeiten kommt, ebenfalls unbekannt. Die Vereinigung Freier Medien ist kein Verein, sondern eine Briefkastenfirma in Berlin-Mitte. Diese dubiose Organisation sieht sich selbst als Dachverband für neurechte Medien wie Journalistenwatch, PI News und Compact. Sie trat im Mai dieses Jahres bei einer Medienkonferenz der AfD im Bundestag offiziell als Partner auf. Auch zwischen der AfD und dem Deutschlandkurier gibt es nachgewiesene Verbindungen. Im Deutschlandkurier ebenfalls ein Gratisblatt, wird gegen Menschen mit Migrationshintergrund, gegen die vermeintliche Lügenpresse und die Politik gehetzt. Es wurde nachgewiesen, dass es Absprachen zwischen AfD-Mitgliedern und dem Herausgeber des Deutschlandkuriers zur Verteilung des Gratisblatts gab. Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die AfD auch hier wegen Verdachts auf illegale Parteienfinanzierung. Wie sehr die Rechten eine freie Presse und der Schutz von Medienschaffenden am Herzen liegt, demonstrieren sie auch mit ihrem Meldeportal gegen Journalistinnen und Journalisten. Freiheit braucht keinen Druck und keine Denunzianten. Tarnen und täuschen. Mit diesem Gesetzentwurf präsentiert uns die AfD zur Weihnachtszeit wieder einmal das Märchen von der demokratischen, die Freiheit der Presse verteidigenden Partei. Dass dieses Märchen auf absehbare Zeit wahr wird, das glaubt in diesem Parlament niemand. Nicht vor Weihnachten und auch nicht nach Weihnachten. Margit Stump war das mit deutlichen Worten und zahlreichen Beispielen in Richtung AfD, die hier den Antrag zur publizistischen Vielfalt gestellt haben. Philipp Amthor hat jetzt das Wort für die CDU-CSU. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir erleben hier, und es wurde schon gesagt, tatsächlich wieder eine AfD, die sich mal wieder als Verteidiger der Presse- und Meinungsvielfalt und als Verteidiger eines transparenten Diskurses gerieren will. Und es ist, wie so oft, lieber Herr Brandner, netter Versuch, aber gescheitert. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Vorschlag der AfD ist ja die Transparenz
zu erhöhen der Beteiligung von Parteien an den Medienunternehmen. Und dazu muss man sagen, haben Sie ja einige Vorschläge. Es wurde schon einiges gesagt. Sie wollen die Möglichkeiten in den Rechenschaftsberichten ausweiten. Aber Sie wollen, und das finde ich ja besonders schön, im Wettbewerbsrecht einen Warnhinweis für die Bürger verankern, dass quasi die Presseerzeugnisse, die Zeitungen, wo Parteien beteiligt sind, dann, so schlagen Sie es vor, folgenden Warnhinweis drucken an Artikel. Ich zitiere das mal aus Ihrem Antrag. Redaktionell aufbereitet von Unternehmen X, ein Unternehmen mit Beteiligung der ABC-Partei. Also ein Warnhinweis, die AfD als Servicepartei. Da fragt man, braucht man das eigentlich? Braucht man das? Ich werde es Ihnen nachher noch sagen. Um es vorab schon mal zu sagen, dass die Parteien sich an Medienunternehmen beteiligen, ist doch erstmal gar nichts Verwerfliches, sondern das ist so auch vorgesehen, weil die Parteien eben natürlich einerseits verfassungsrechtliche Institutionen, aber andererseits auch Grundrechtsträger sind. Und da kann man das mehr oder weniger intensiv machen. Es wurde schon gesagt, die SPD hat da ein bisschen tiefer reingegriffen und hat da einige Medienbeteiligungen mehr als die anderen Parteien. Aber das rauszufinden, liebe Kolleginnen und Kollegen von der AfD, ist ja nun wirklich kein Hexenwerk. Und ich glaube, wir sollten als Abgeordnete immer die Einstellung haben, dass wir die Bürger nicht für dümmer halten als uns selbst. Und wenn selbst Sie rausfinden konnten, an welchen Unternehmen die SPD beteiligt ist, können die Bürger das auch, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich will Ihnen sagen, insbesondere dieser Warnhinweis dann. Ja, braucht man jetzt den Warnhinweis? Sie haben das Redaktionsnetzwerk Deutschland kritisiert, Herr Brandner. Das wird von der Matzak-Gruppe, ist einer der größten Anteilseigner, über 50 Tageszeitungen. Und dann sagen Sie, ja, das ist jetzt alles so ganz schlimm für unsere Mediendemokratie. Da habe ich mich dann mal gefragt, diese Unternehmensbeteiligung der SPD, führen die denn dazu, dass jetzt alle nur so toll über die SPD schreiben? Liebe Kolleginnen und Kollegen, nur mal zwei Schlagzeilen aus der Berichterstattung des Redaktionsnetzwerks Deutschlands. SPD-Parteitag, es ist kein Aufbruch zu spüren, oder bald nur noch einstellig. SPD sackt in Umfragen auf 11% ab. Also Jubelpresse ist das nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen muss man mal sagen, auch wenn Parteien beteiligt sind an Medienunternehmen, schreiben und berichten sie trotzdem objektiv. Aber das stört Sie ja gar nicht, ob jetzt gut oder schlecht über die SPD berichtet wird, sondern sie stört ja, dass so schlecht über die AfD geschrieben wird. Und da fragt man sich, woran liegt das eigentlich? Dafür kann es ja mehrere Gründe geben, weshalb schlecht über die AfD geschrieben wird. Ein Grund könnte sein, und Herr Brandner, das ist wahrscheinlich Ihre Idee, es gibt die große linksgrüne Altkartellparteienverschwörung, deren wegen schlecht geschrieben wird über die AfD. Ich glaube, es ist ein anderer Grund. Über Ihre Politik wird schlecht geschrieben, weil sie schlecht ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich will nun wirklich hier nicht derjenige sein, der jetzt Medienbeteiligungen der SPD verteidigt. Und ich will auch zugestehen, es gibt auch unfaire Berichterstattung in der Presse über Parteien im Allgemeinen, auch über die AfD gelegentlich. Aber was mich wirklich stört, liebe Kollegen, ist Ihr Verständnis von Presse und Meinungsfreiheit. Weil Ihr Verständnis impliziert nämlich, dass Sie glauben, aus Ihrer Freiheit alles zu sagen, folgt eine Pflicht der anderen, Ihnen zuzustimmen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, aus dem Recht, etwas zu sagen, folgt eben nicht die Pflicht zur Zustimmung. Und deswegen sage ich, wenn Sie immer über die Medien reden, Sie wollen hier die letzten Verteidiger, aufrechten Verteidiger des Vaterlandes sein, dann seien Sie bitte im Umgang mit den Medien nicht so verdammt mimosenhaft, liebe Kolleginnen und Kollegen von der AfD. Und was dann wirklich nervig ist, ist diese Doppelmoral in der Diskussion. Das wurde schon gesagt, Sie tun hier so, als sei es das größte Problem, dass man, um die Medienbeteiligung der SPD zu finden, meinen Wikipedia-Artikel bemühen muss und dass man dafür 5 Minuten Rechercheaufwand braucht. Da tun Sie so, als wenn das das größte Transparenzproblem sei. Und gleichzeitig verlieren Sie, und das klang in der Debatte an, über Ihren Deutschlandkurier und über
diese undurchsichtigen Beziehungen dazu nicht ein Wort. Und ich will Ihnen mal eines sagen. Dieser Deutschlandkurier, Ihre Presseerzeugnisse, diese Beziehung, die Sie dort haben, das ist eigentlich die größte intransparente Aktion in der Parteienfinanzierung der letzten Jahre. Und deswegen solchen Kampfblättern und ihrer Finanzierung aus dem Ausland, denen muss man den Kampf ansagen. Und deswegen diese Doppelmoral hier, das passt doch alles nicht zusammen. Und ich sage Ihnen, wozu Ihre Regelung führt. Das ist ja das Lustige. Ihr Warnhinweis soll dann dazu führen, dass Ihr Deutschlandkurier dann noch geschützt wird, dass dann die redlich recherchierten, objektiven Berichterstattungen der Tageszeitung den Warnhinweis bekommen. Achtung, Achtung, linksgrüne Presse, aber Deutschlandkurier, Prädikat der Wahrheit. Das ist Ergebnis Ihrer Logik und das ist Doppelmoral, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen sage ich, wenn wir schon über einen Warnhinweis reden, dann bräuchten solche Postillen wie der Deutschlandkurier einen solchen Warnhinweis. Um Ihren Vorschlag aufzugreifen, könnte man da schreiben, redaktionell aufbereitet von Tarnunternehmen X, einer Parallelaktion der AfD Deutschlands. Denn genau das ist es, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich sage Ihnen, messen Sie doch hier einfach nicht mit zweierlei Maß, sondern sorgen Sie erst mal im eigenen Haus für Ordnung. Und ich kann Ihnen nur sagen, jetzt auch nach dieser Debatte fast eine Stunde, mein Tipp wäre zukünftig vielleicht auch ein Warnhinweis für solche Debatten. Vorsicht, Kernzeitdebatte, Rüpel Brandner rumpelt sich wieder zum eigenen Tor. Das ist Ihnen gelungen. Wir lehnen Ihren Antrag ab. Herzlichen Dank. Philipp Amthor mit seiner ganz eigenen Zusammenfassung dieser Diskussion um die publizistische Vielfalt, die hier die AfD angestoßen hat und sich dabei eher gestoßen hat. Mal sehen, was Jens Meyer jetzt von der AfD dazu zu sagen hat. Ja, sehr, was muss ich jetzt sagen, Frau Präsidentin? Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Man kann ja nicht auf alles eingehen, Herr Amthor. Sie, ja. Aber eins ist doch klar. Was eine lebendige Demokratie braucht, ist eine freie, unabhängige Presse mit Journalisten, die über ein Berufsethos verfügen. Eine freie Presse muss den Bürger informieren und nicht ausschließlich manipulieren. Was wir in der Bundesrepublik zurzeit haben, das war nicht immer so, ist das genaue Gegenteil. Zeitungen, die wegen des Kostendrucks mehr und mehr in staatliche Abhängigkeit geraten und subventioniert werden müssen. Zeitungen, die mittelbar von politischen Parteien abhängig sind. Es liegt auf der Hand, dass eine kapitalmäßige Beteiligung einer Partei an einer Zeitung immer auch Einfluss auf den Inhalt hat. Wes Brot ich ess, des Lied ich sing. An dieser schlichten Wahrheit führt kein Weg vorbei. Und was eine Demokratie sicher nicht braucht, sind Mietschreiber, deren Aufgabe darin besteht, den politischen Gegner des Zeitungseigentümers zu diffamieren. Das beste Beispiel für den Niedergang der Printmedien ist die Sächsische Zeitung aus Dresden. Im April 1946 entstand die Sächsische Zeitung aus der Zusammenführung der Sächsischen Volkszeitung, der KPD und der Volksstimme der SPD. Sie fungierte damals als Organ der SED-Bezirksleitung Dresden. 1991 wurde die Sächsische Zeitung privatisiert. Die SPD meldete Restitutionsansprüche an und erhielt dafür einen Anteil von 40% an der Sächsischen Zeitung. Anbieter der Sächsischen Zeitung ist heute die DDV Mediengruppe. Diese gehört zu 60% Gruner und Jahr und zu 40% der Deutschen Druck- und Verlagsgesellschaft, einem Medienbeteiligungsunternehmen der SPD. Wer heute die Sächsische Zeitung in den Händen hält, erfährt von all dem nichts. Der denkt, dass es sich um eine normale Tageszeitung handelt und nicht um ein Blatt, an dem die SPD mittelbar in erheblichem Umfang beteiligt ist. Ja, wer würde denn eine SPD-Zeitung kaufen? Ne? So. Mit dieser vorgetäuschten Seriosität muss es ein Ende haben. Das ist das Anliegen dieses Gesetzentwurfs. Es muss endlich die Wahrheit bekannt werden, wer wirklich hinter der Berichterstattung steht. Dann wird nämlich offensichtlich, warum das eine so und das andere so dargestellt wird. Darum soll nach unseren Vorstellungen durch eine Änderung des UWG die kapitalmäßige Beteiligung einer Partei in der betreffenden Zeitung selbstkenntlich gemacht werden,
weil nicht davon auszugehen, dass jeder Leser Rechenschaftsberichte liest. Ja, die SZ, die erscheint ja im Rechenschaftsbericht. Unser Transparenzgesetz trägt dazu bei, den demokratischen Willensbildungsprozess auf eine ehrlichere Grundlage zu stellen. Daran müsste eigentlich allen hier gelegen sein. Danke. Jens Meyer hat gesagt, die freie Presse muss nicht ausschließlich manipulieren. Nein, Herr Meyer, Verstöße gegen den Ehrenkodex wäre Manipulation. Seriöse Journalisten haben nicht vor zu manipulieren, sondern sie berichten in einem Handwerkskorsett über die Dinge, die zu berichten sind. Und der nächste Redner jetzt kommt von der SPD, Helge Lindt. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Alle Jahre wieder stellt die AfD nahezu wortgleich, zumindest äußerst ähnlich, diesen Antrag, auch in diversen Länderparlamenten. Heute erleben wir das im Bundestag. Und alle Jahre wieder kommt Weihnachten. Und deshalb habe ich für Sie alle heute einen Vorschlag für ein Weihnachtsgeschenk. Und der lautet ein Wörterbuch AfD, Deutsch, Deutsch, AfD. Und da finden Sie unter Pressefreiheit folgende Definition. Pressefreiheit gilt da, wo die Presse freundlich über die AfD schreibt. Und etwas weiter dann in dem Artikel finden Sie die nähere Definition. Pressefreiheit im eigentlichen Sinne ist der Zustand frei von freier Presse. Und das praktizieren Sie auch vorbildlich, unter anderem vor einigen Tagen in meinem Wahlkreis. Denn da haben Sie Ihren Saal erstmal frei halten wollen von freier kritischer Presse. Herzlichen Glückwunsch. Es findet sich dann auch im besagten Wörterbuch AfD Deutsch, Deutsch AfD. Man muss das ja auch den Menschen erst mal erläutern, was sie hier treiben. Der Ausdruck Meinungsfreiheit. Und auch da wieder das identische Spiel. Meinungsfreiheit gilt für Sie genau da, wo die Meinung identisch ist mit der Propaganda der AfD. Und wenn man dann weiterguckt, auch wieder identisch. Meinungsfreiheit ist letztlich der Zustand für Sie, der frei ist von Meinungsvielfalt, in dem Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt eben keinen Platz hat. Genau so erklärt sich Ihr Ablenkungsmanöver und Ihr ziemlich dummer Kreuzzug dagegen. Jetzt aber das Gegenbeispiel. Das Gegenbeispiel, damit Sie auch verstehen können, was für ein Unterschied besteht zwischen Medienbeteiligung und der Haltung einer freien Presse. In meiner Stadt Wuppertal steht das Johannes-Rau-Haus. Dieses Johannes-Rau-Haus war früher das Pressehaus der SPD. Gegründet im Kampf gegen Unterdrückung, gegen den Obrigkeitsstaat, für Freiheit und Demokratie. Wie hieß folgendes Haus? Es war das Haus der freien Presse. 1933 wurde dieses Haus enteignet, wurde das ganze Eigentum entzogen, wurden die dort Aktiven verfolgt oder zum Teil ermordet. Dieses ist die Tradition, in die Sie sich einreihen. Auch da herzlichen Glückwunsch für die Aktion. Also, das Transparenzproblem hat gewiss nicht die SPD, auch nicht das Problem, das hätten wir gern, eine allzu sehr gewogene Presse. Herr Kollege Amthor hat ja irgendwie zu sehr genussvoll einige Zitate genannt. Das nenne ich ein vergiftetes Geschenk, nehme ich aber gerne in Kauf. Darüber hinaus aber wissen wir jetzt ganz genau, wer dieses Problem mit Meinungsvielfalt und mit Transparenz hat. Erwähnt wurde der Wahlhelfer, der Deutschlandkurier. Wir können aber noch weitere Beispiele nennen. Hier die erste Konferenz der freien Medien. Elsässer, Kubitschek, Kampakt, Sezession und sonstige Medien, PI News, alle Pulitzerpreis verdächtig, absolutes Beispiel freier Presse. Und noch darüber hinaus, der Gipfel. Ihr neuer Parteivorsitzender, Tino Chrupalla, schreibt Anfang dieses Jahres an seinen Kreisverband, er initiiert da so eine Art von schwarzen Listen über vereintlich unliebsame, störende Journalistinnen und Journalisten. Und es fällt da auch folgender Aufruf. Ich zitiere, man wünsche sich Hintergrundinformationen über als Journalisten getarnte Zersetzungsagenten.
Und Folgendes stelle ich hiermit fest. Die einzigen Zersetzungsagenten überhaupt in diesem Land sitzen drüben auf den Bänken der AfD-Fraktion. Sie sind dafür auch noch mit ganz ordentlichen Diäten bezahlt. Ihre Fraktion wird auch noch von dieser Demokratie und dem Staat finanziert. Und der Witz ist, dass wir anderen demokratischen Parteien als Verfechter dieser Demokratie sogar wollen und akzeptieren, dass die Feinde der Demokratie dies hier äußern können. Ihre Methode ist das Gegenteil. Sie akzeptieren nämlich nicht diese Freiheit. Und das ist gar kein Kulturkampf, den Sie uns hier einreden wollen. Das ist eine ganz einfache Frage des Rechts. Wir wollen die Herrschaft des Volkes, Demokratie genannt. Wir wollen die Herrschaft des Rechts. Und Sie wollen nur die Herrschaft der Gesinnung. Das ist der ganze Unterschied. Vielen Dank. Herr Gerindt, mit dem, was man so will, wir wollen freien Journalismus. Das bedeutet Journalismus nach Handwerksregeln. Und ich sage es noch mal gerne, Sie, die Publikationen, die Sie in Deutschland kaufen, können Sie querlesen und recht schnell wissen, wer wo steht oder auch nicht. Denn wenn sie gut gemacht sind, werden sie nicht erfahren, ob eine Zeitung manipuliert ist oder nicht. Denn das ist nicht Sinn von Journalismus, sich dort vor den Karren sperren zu lassen. Leider passiert das gelegentlich dann doch, vor allen Dingen im Internet. Ich warne nochmal davor, von vielen Menschen, die dort ihre Meinung kundtun und die eben nicht nach journalistischen Kriterien arbeiten. Josef Oster jetzt für die CDU-CSU. Aktuell sehe ich und wir aber keine Notwendigkeit, hier gesetzgeberisch tätig zu werden. Die heutige Debatte, meine sehr geehrten Damen und Herren, bietet aber Gelegenheit, einen Blick auf die mediale Situation in Deutschland zu werfen. In einer Zeit, in der es Qualitätsjournalismus zunehmend schwer hat und in einer Zeit, in der guter Journalismus aber mehr denn je gebraucht wird, meine sehr geehrten Damen und Herren. Natürlich ist es im Interesse einer jeden politischen Partei, gut in den Medien dazustehen. Die AfD erweckt in ihrem Gesetzentwurf den Eindruck, dass Parteien deshalb alles tun würden, um Einfluss auf die Berichterstattung zu bekommen. Im Idealfall durch die Beteiligung an einem Medienunternehmen. Aber wie sieht es in der Realität aus? Ist die Pressefreiheit in unserem Land tatsächlich in Gefahr? Ich sehe das nicht so, meine sehr geehrten Damen. Und für die allermeisten Journalisten ist die Pressefreiheit ein hohes Gut. Und das muss hier betont werden, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Rheinzeitung, ich will ein Beispiel aus meinem Wahlkreis nennen. Die Rheinzeitung Koblenz, eine der großen regionalen Tageszeitungen in Deutschland, berichtet zwar natürlich nicht immer in meinem Sinne, wie könnte es auch anders sein, aber die Redakteure bekennen sich zum unabhängigen Qualitätsjournalismus mit hohem moralischen und fachlichen Standards. Journalisten nun diesen moralischen Kompass pauschal abzusprechen, das halte ich für gefährlich, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wie die meisten deutschen Medienunternehmen bekennt sich die Rheinzeitung eben zur strikten Trennung von Verlag und Redaktion. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, es ist und bleibt aber ein immerwährender Auftrag, kritisch zu hinterfragen, ob die Meinungsvielfalt in unserem Lande angemessen abgebildet wird. Das gilt für die privaten Medien und das gilt in besonderer Weise für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Auch Meinungen und Einschätzungen abseits des aktuellen Mainstreams müssen sich dort wiederfinden. Darauf muss immer wieder aufs Neue geachtet werden. Und ich möchte ein aktuelles Beispiel nennen, mit dem ich in Gesprächen im Wahlkreis derzeit häufig konfrontiert werde. Zwei Drittel unserer Bevölkerung sind laut einer aktuellen Forsa-Umfrage der Auffassung, dass Klimaschutz nicht das drängendste Problem ist. Darüber dürfen auch regelmäßige Demonstrationen von Klimaschützern nicht hinwegtäuschen. Diese Menschen fühlen sich aber in der Medienlandschaft derzeit nicht angemessen repräsentiert. Das ist eine Entwicklung, meine sehr geehrten Damen und Herren, die mir Sorge bereitet und die wir sehr ernst nehmen müssen. Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, der AfD geht es natürlich um etwas ganz anderes. Ihnen geht es um vieles,
aber sicher nicht um mehr Pressefreiheit. Sie verfolgen ausschließlich ihre eigene medienpolitische Strategie. Sie behaupten regelmäßig, dass die traditionellen Medien gesteuert sind und fördern mit ihren Schlagwörtern wie Lügenpresse das Misstrauen gegenüber Print, Radio und Fernsehen. Hass, Hetze und Fake News lassen sich natürlich über andere Wege viel leichter transportieren und verbreiten. Dennoch bin ich beim Blick auf unsere Medienlandschaft durchaus zuversichtlich und optimistisch gestimmt. Erstens verfügen wir in Deutschland über eine gesunde und breite Medienlandschaft. Zweitens, auch unsere politische Vielfalt schließt einseitige parteipolitische Vereinnahmung der Medienlandschaft aus. Und drittens, die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes sind imstande, sich mit journalistischen Inhalten kritisch auseinanderzusetzen. Sie verfügen über eine hohe Medienkompetenz. Es bleibt allerdings eine wichtige Aufgabe, auch eine Aufgabe des Staates, diese Kompetenz weiter zu fördern. Und das gilt nach meiner Überzeugung auch und insbesondere in den Schulen. Abschließend, den Gesetzentwurf halte ich, den halten wir aktuell weder für notwendig noch für zielführend. Unsere Fraktion lehnt ihn deshalb konsequenterweise ab. Vielen Dank. Sagt Josef Oster von der CDU-CSU-Fraktion. Die Meinungsvielfalt, das ist ein wichtiges Kriterium auch innerhalb eines Mediums, ist aber vor allen Dingen natürlich bei den Öffentlich-Rechtlichen schon quasi qua Auftrag gewährleistet, was man ja auch täglich erleben kann. Und Meinungen einzelner Journalisten sind im Journalismus gekennzeichnet, die nennen sich dann Kommentare. Martin Rabanus jetzt von der SPD. Es ist gut und es ist richtig, wenn wir im Deutschen Bundestag über publizistische Vielfalt diskutieren und Transparenz bei den Medien. Es ist ein Witz, wenn das mal wieder auf der Basis eines ziemlich verlogenen Antrags, Gesetzesantrags der AfD passiert. Denn Sie, Kolleginnen und Kollegen von der AfD, diskreditieren die freie Presse ja ununterbrochen als Lügenpresse, als Systempresse. Sie wollen die Grundlagen entziehen. Und Sie wollen ja nicht, dass die Menschen Qualitätsmedien wahrnehmen und konsumieren, sondern sie wollen, dass ihr AfD-Sprech möglichst breit wahrgenommen wird. Und deswegen ist der Gesetzentwurf verlogen. Sie wollen keine Vielfalt, sie wollen keine Freiheit. Sie suchen immer neue Wege, genau das zu bekämpfen. Und das lassen wir Ihnen nicht durchgehen. Sie fordern eine Transparenz, die es längst gibt. Im Parteiengesetz, aber auch in den üblichen Rechenschaftslegungen, wenn Sie sich die Mühe machen möchten, gehen Sie mal ins Internet. Sie können die Geschäftsberichte auch unserer DDVG seit 2000 online nachsehen. Nein, ich will mich lieber noch ein bisschen mit dem auseinandersetzen, was Sie als Fraktion so tun, wie Sie sonst verwoben sind mit den anderen, mit unterschiedlichsten Medien, ist hinreichend dargestellt worden. Aber ich will mal auf Ihr neuestes Projekt aus dem Herbst eingehen, wo Sie ja jetzt anfangen, eine Gegenrealität in Form von Dokumentarfilmen genauer zu konstruieren. Da frage ich mich in der Tat, ist das Aufgabe einer Bundestagsfraktion, durch die Gegend zu fahren mit dem, Zitat, Medienteam der AfD-Fraktion und Berichte aus dem In- und Ausland zu veröffentlichen? Die Frage ist tatsächlich, mit welchem, kann man das ein bisschen mal strukturieren hier? Also, zurzeit hat überwiegend der Redner der SPD-Fraktion Martin Rabanus das Wort. Und vielen Dank. Dieser Ruf zum Thema steht nur den jeweils amtierenden Präsidentinnen und Präsidenten zu und die schätzen ein, inwieweit diese Debatte hier entsprechend stattfindet. Tatsächlich also produzieren Sie mit Steuermitteln und Steuergeldern Ihre Dokumentation, Ihre Gegenrealität. Das ist schon bedenklich an sich, aber es ist ja einer gewissen Tradition, weil Sie als AfD nehmen ja das ohnehin nicht so ganz ernst. Auch darauf ist schon hingewiesen worden. Das konnten wir ja jüngst über Frau Weidel oder Herrn Meuthen lesen. Herr Gauland ist auch informiert über das, was da passiert. Aber ich will noch mal zurückkommen auf Ihr Medienprojekt und Ihre Dokumentation. Und ich will den Zuschauerinnen und Zuschauern und Zuhörern auch nicht vorenthalten, wie eben der erste Titel Ihrer Dokumentation war. Der hieß Dieselmord im Ökowahn.
Dieselmord im Ökowahn. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und dann fragt man sich, werte Kollegen bei der AfD, was ist bei Ihnen eigentlich schiefgelaufen? Es erinnert einen ein bisschen an klangvolle Titel von Filmen aus den 70er Jahren. Da gab es einen wundervollen Film, der hieß Bratpfanne Kaliber 38. Das ist vielleicht etwas, woran Sie sich orientiert haben. Da gab es 77 einen wunderbaren Film, der hieß Adele hat noch nicht zu Abend gegessen. Vielleicht wäre das auch mal eine Inspiration für Ihren neuen Kanal. Der manch einer fühlt sich auch erinnert an frühe Filmtitel von Senta Berger. An welchen Sie da im Einzelnen denken, weiß ich nicht, aber ich will auch an Louis Dauphiné erinnern. Louis Dauphiné, auch ein wunderbarer Filmemacher, der mal einen Film mit dem Titel gemacht hat, Louis und seine außerirdischen Kohlköpfe. Auch das wäre mal ein Rat. Sie könnten als nächste Dokumentation eine Dokumentation über sich selber machen mit dem klangvollen Titel Alexander und seine rechten Hohlköpfe. Herzlichen Dank. Martin Rabanus von der SPD war hier der letzte Redner zu dem Antrag der AfD Publizistische Vielfalt. Schnell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 15.265 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Die Federführung ist jedoch strittig. Die Fraktionen der CDU, CSU und SPD wünschen Federführung beim Ausschuss für Inneres und Heimat. Die Fraktion der AfD wünscht Federführung beim Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz. Ich lasse zuerst abstimmen über den Überweisungsvorschlag der Fraktion der AfD. Federführung beim Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz. Wer stimmt für diesen Überweisungsvorschlag? Danke. Wer stimmt dagegen? Danke. Wer enthält sich? Niemand. Der Überweisungsvorschlag ist gegen die Stimmen der AfD-Fraktion von den übrigen Fraktionen des Hauses abgelehnt. Ich lasse nun abstimmen über den Überweisungsvorschlag der Fraktionen der CDU, CSU und SPD. Federführung beim Ausschuss für Inneres und Heimat. Wer stimmt für diesen Überweisungsvorschlag? Das sind die Koalitionsfraktionen, die FDP-Fraktion, die Fraktion Die Linke und die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Wer stimmt dagegen? Danke. Sie haben jetzt zweimal abgestimmt, die CDU-Fraktion. Peter Pau wurde jetzt verwirrt. In der Tat haben einige CDU-Mitglieder eben die Hand gehoben. Also, es gibt offensichtlich Verwirrung. Ich habe bisher festgestellt, wer stimmt für den Überweisungsvorschlag Federführung beim Ausschuss für Inneres und Heimat. Da wäre es jetzt logisch, und so ist es auch, dass die CDU-CSU dafür stimmt. Die Koalitionsfraktion, die FDP-Fraktion, die Fraktion Die Linke und die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und jetzt wüsste ich gern, wer stimmt dagegen? Das ist die AfD-Fraktion. Wer enthält sich? Niemand. Der Überweisungsvorschlag ist gegen die Stimmen der AfD-Fraktion mit Zustimmung der anderen Fraktionen des Hauses angenommen.